Am Samstag und Sonntag findet am Lohfeldener Rüssel die mittlerweile sechste Truckshow in Kassel statt. Das Hauptziel der Veranstaltung ist es, Gelder für krebskranke Kinder zu sammeln. Seit 2014 wiederholt sich die Show nun jedes Jahr und es kommen immer mehr Menschen, die auch helfen wollen. Im ersten Jahr kamen rund 80 Trucks zusammen und brachten es mit vielen Veranstaltungen auf rund 3000 Euro Spendengelder. 2018 war der Lohfelder Rüssel dann komplett gefüllt mit über 400 Trucks und man konnte den Kindern Spendengelder in Höhe von rund 46.000 Euro überreichen. Trotz widrigem Wetter und viel Regen sind 2019 dennoch schon über 350 Trucks der Einladung nach Kassel gefolgt. Viele haben weite Wege zurückgelegt aus Tschechien, der Schweiz, Österreich und natürlich aus Deutschland. Ronald aus Norddeutschland ist die gesamte Strecke mit dem Fahrrad gefahren, um hierdurch ebenfalls Spenden einsammeln zu können. Leider konnten wir nicht mehr mit ihm sprechen, denn er war schon wieder mit seinem Rad weitergezogen. Es gibt auch dieses Jahr wieder viele Teilnehmer, die dazu beitragen, Gelder zu sammeln. So zum Beispiel die Friseurmeisterin Julia Eckert, die den Kunden die Haare kostenlos für eine Spende macht. Durch dass ich sehr, sehr viele Freunde habe als Lkw-Fahrer und die ganz wenig ihre Termine halten können. Und dementsprechend wollte ich den Lkw-Fahrern halt einfach mal das zurückgeben, was sie eigentlich jedes Jahr für krebskranke Kinder tun. Der 61-jährige Stefan Huber, ein bereitwilliger Spender und bekannt für seine unermüdlichen Einsätze für die Truckshow, ist diesmal nicht mehr dabei. Der Stefan Huber, ja, das ist ein wichtiger Punkt. Der hat letztes Jahr und die ganzen Jahre viel Geld gespendet und hat immer vieles Positives zu dieser Veranstaltung beigetragen. Und er ist letztes Jahr halt früh verstorben. Einer seiner größten Wünsche war es, seinen Scania Hauber als Modell zu produzieren. Die Macher der Rüssel Truck Show haben diesen LKW nun in Gedenken an Stefan herstellen lassen, in einer streng limitierten Auflage von 240 Stück und werden den Erlös in seinem Sinne an die Kinderkrebshilfe Kassel e.V. spenden. Die Truckshow geht noch bis Sonntag und die Veranstalter freuen sich auf jeden Besucher, der hilft, die Kinder mit einer Spende zu unterstützen.